So. Hier ist nochmal ein Hai, den können wir eigentlich auch nochmal holen. Ja, machen wir erstmal die Quest mit den Haien fertig. Vielleicht sind in der Zeit die Kisten wieder respawned. Ja. Ach komm, Digga, Alter. Wie... So. Dürfen wir dann jetzt so? Ja gut, das hat dann schon mal nicht geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, hier sind auch noch mal welche, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Dann dürfen wir uns ja endlich von hier verpissen. Tja, verstehe doch nicht, wie sie von hier Eiskorne stürzen wollen.
Gibt da keinen Sinn. Na gut. Uns hält niemand auf. Blut im Wasser. Ist der Blood in the Water. Asche zu Asche. Gut gemacht. Nehmt euch einen Moment Zeit, das Salzwasser aus eurer auf eurer Hals zu trocknen, ehe wir fortfahren. Wir werden unsere Rache bekommen. Es können passender sein als als ihre eigenen Greifen gegen sie einzusetzen. Geht zum Hafen des Ansturms und nimmt die Zügel eines ihrer Greifen aus den Totenklauen seines Reiters. Kehrt mit den Greifen zu Uso Todesufer zurück. Er wird für seine Verwandlung sorgen und euch weiter seine weitere Instruktion geben. Lasst mich in Ruhe. Der Bericht des schalroten Ansturms muss zum auch roten Grimbrand gebracht werden. Lord Kommandant zieht euch erwartungsvoll an, damit seid ihr entlassen. Geleitet euch wohl. Morgen ist auch noch ein Tag. Streng vertraulich, wenn hier jemand weiß, was. Strictly confident, okay. Wenn jemand weiß, wo sich das Admiral aufhält, dann sicherlich seine Kapitäne auf den Schiffen im Hafen des Ansturms. Man reibt sich die Hände, wenn ich mich recht erinnere. Dort die. Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen länger wach heute. Wenn ich mich recht erinnere, lauten ihre Namen Wels, Dickton und Hartford. Prügelt die Informationen aus ihnen heraus und macht in der Nacht kümmerlichen Leben ein Ende. Ich will wissen, wo diese Großadmiral versteckt. Es gibt noch viel zu tun. Bleib doch mal stehen, Junge. Ja. Habt ihr die Information? Gibt sie mir her. Ich werde sie durchgehen und nur das Wichtigste raussuchen. Wenn ich etwas gefunden habe, werde ich mich bei euch melden. Asche zu Asche. Moin. Moin, Okami. Ich kann dich nicht aussprechen, Hibo. Hi, Hibo. Tut mir leid. Hab's nicht so mit Namen. Fasst euch kurz. Hallo, hallo. Wie geht's so? Ach ja. So, dann wollen wir mal die Kapitänin töten. Okay. Sie weiß es schon mal nicht. Aber er wird es doch bestimmt wissen. Nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Ah, es. Okay.
Okay. Dann übergehen wir mal diesen Greifen. Kleine Theorie, die ich habe, weil jetzt mal, wenn wir jetzt mal von der Topografie vom Azeroth ausgehen hier, dann müsste Norden ist ja kalt, weil es ja wirklich in den Norden ist. Dann müsste ja folglich gesehen Pandaria auch extrem kalt sein, weil es ja auch ist ja südlich, ne, ganz südlich. Aber wie heißt denn das hier? Schlinglandtal ist ein Dschungelgebiet. Und Uldum und so sind Wüste. Das ist auch nicht gerade das Kälteste, ne? Also ist meine kleine Crack-Theorie, die ich habe, dass das hier alles die nördliche Hemisphäre ist. Und dass es eine südliche Hemisphäre auch noch geht, dass nach unter Pandaria noch mehr ist. Stoppen der Dumpflichkeit. Ah, kann ich jetzt eigentlich. Ah ja, das wird gut. Dreh zurück, ich werde das Zorn des Blutrituals hervorrufen. Hm.